Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Dynasty Tactics 2. Voll die Eskalation hier. Das letzte Kapitel ist angebrochen und jetzt haben sich tatsächlich Shu und Wu verbündet. Man sieht hier lauter Wu-Offizier und Shu-Offizier. Und die halbe Map gehört einfach mal Liu Bei. Was eine Allianz, was ein Kapitel, was ein geiles Spiel. Los geht's. Die Yuans versuchen hier durchzubrechen. Cheng Xiu versucht hier im Westen aufzuräumen und Cao Cao schnappt sich die Ostseite. Das ist zumindest mein Plan. Oh mein Gott, what is happening? Dachte ich mir. Fight back Xinye. Die Yuans versus Guan Ping. Das ist die Ruhe für einen Sturm. Das ist der Adoptivsohn von Guan Yu. Und guess what? Wenn er besiegt ist, dann kommt Guan Yu. The man himself. Guan Ping. Hallo. Oh Gott, hier ist ein blöder Fluss. Ich hoffe, die haben keine Flat. Ihr habt keine Flat, oder? Was ist das? Pit, Muddle, 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 Muddle. Oh Mann. Er ist der Oberbefehlshaber, hat aber am wenigsten Truppen. Oh Mann, der hat doch auch Pit. Oh Mann. Ich werde mit eigenen Waffen geschlagen. Leute, die haben alle Pit. Das ist kacki. Na ja, gut. Nicht weinen, angreifen. Das ist zumindest meine Devise. 1, 2, 3, 4, 5. Supi. Den können wir auf jeden Fall ranlocken. Mit Pit. Können wir auch kommen. Supi. To be honest, ist genau das, was wir machen werden. Oh, die Anfänge ist so geil. Guckt euch die Range an. Geht über die halbe Map. Wie viel Intelligenz hat der Typ eigentlich mittlerweile? Oh mein Gott. Okay. Nach diesem Fight werde ich ihn auf jeden Fall den Fiederfan wieder wegnehmen, weil das ist dann doch ein bisschen too much. 84. Ja. Oh mein Gott. Kranker Typ. Oh, hier können wir natürlich nicht bitten, wenn man hier der blöde River schon ist. Ach nö. Das ist doof. Gut. Was wir machen können, ist Katapult aufstellen. Und genau das werde ich tun. Ich glaube, Yuan Tan kann tatsächlich doch was machen. But we will see. Was mache ich denn mit dir? Pit Charge Raid. Pit Charge Raid. Ja. Pit Charge. Okay. Der muss Yan Yang genau hier stehen. Kriegt er hin? Setzt natürlich voraus, dass wir jetzt hier sehr erfolgreich sind. Was natürlich sehr optimistisch ist. Denn ihr seht hier die Erfolgsquote. Oh mein Gott, nee, das war auch nicht. Aber es funktioniert. Yuan Chang, I love you. Das ist immer so ein bisschen der Typ, habe ich ja schon öfter thematisiert, der so ein bisschen im Hintergrund steht. Voll oft hat Yuan Tan schon viel gemacht, Yuan Xi hat viel gemacht. Aber der Typ hat nie so wenig Aufmerksamkeit bekommen. Also im Let's Play meine ich jetzt. Nicht geschichtlich. Aber jetzt hat er seinen kleinen Auftritt. Und tatsächlich sollte es ausreichen. Komm schon, Yan Yang, finish him. Oh, Yan Yang muss nicht mehr finishen, denn der Typ ist schon tot. Krass. Wer hätte damit gerechnet? Und den Raid habe ich gemacht, weil er jetzt außerhalb der Pit von Xushu ist. Das war Liu Du. Oh mein Gott. Liu Bei hat Martin, die Provinzfürsten, die gesamte Wu-Armee. Das ist so scary. Das ist so scary, Mann. Okay, Doc. Chun Yu Kyung weiß nicht so richtig, was er machen soll. Ist halt so. Ich warte hier eiskalt. Hätte schon wieder verkackt. Ach, das Pangtong.
Die Gegner haben in letzter Zeit richtig viel Pech mit den Pits. Kann das sein? Oh, hi, Guan Ping. Ich glaube, Guan Ping wird sterben. Ich meine, wer so braindead einfach jetzt auf mich zustürmt. Da ist Xushu. Nimm das. 700 weg. Die haben teilweise echt 7000 Truppen, ey. Klar, ich habe mehr und so. Aber für die Gegner ist es tatsächlich ziemlich viel. Und ich bin auch meistens nur so overlevelt in dem Spiel. Weil ich halt immer sehr lange Taktik-Chains mache, was halt viel mehr Erfahrungspunkte gibt. Okay, das ist Quatsch. Hast du Aid? Ja, hast du. Supi. Cool. Ich muss leider noch auf Chun Yukyong warten. Aber das lässt sich einrichten. Ach, ich merke gerade, ich kann den ja gar nicht hier runterholen. Sie hat runterholen gesagt. Haha. Hier ist ja wieder so eine blöde Erhebung. Na gut. Geh mal hier hin. Ist der jetzt natürlich nichts abbekommen hat von der Chain. Das ist ein bisschen blöd. Ja, General, ich habe Angst vor dir. Tschüss. Ach, guck mal, was ich hier sehe. Das ist ja sogar Guan Ping. Bedeutet, wenn wir ihn besiegen, haben wir gewonnen. Ist da was? Ich mach das jetzt alles kalt. Ich besiege einfach Guan Ping. I don't care. Dann sind die anderen Offiziere zwar wieder ruckzuck einsatzbereit, aber die von da ganz unten, ihr habt ja gesehen, wo Liu Bei ist, ganz unten im Süden Chinas. Im Südosten. Die da ranzuholen und wieder einsatzbereit zu machen, dauert ewig. Bedeutet, wir sind erstmal safe. Ich glaube, es ist sinnvoll, mit ihm das zu machen, also mit Tian Feng. Ja. Hier machen wir die Pit und dann gibt's hier Wise und All Attack. Cool. Wait a moment, Sir. Ah nee, never mind. Die können ja wieder nichts machen. Oh Mann. Nee. Okay. Ich habe erst überlegt. Girl, machst du das jetzt als Link? Nee. Nix Link hier. Ich hoffe, Guan Ping stirbt. Wenn er nicht stirbt, müssen wir mit leben. Komm her. All Attack von Yuanxi ist nicht zu unterschätzen. Oh, wir haben Synergy. Dann nevermind. Dann ist er auf jeden Fall tot. Ist einfach so geil. Jeder hat hier Synergy. Ist ja nicht umsonst. Die Yuan-Armee. Was Yuanxi so mit den Strategen? Voll cool. Oh mein Gott. Das müsste es gewesen sein. Okay. Dieser Fight war geschenkt, aber es ist auch unsere beste Armee. Ja, sie hat es gesagt. Beste Armee. Ich finde die Armee tausendmal besser als die Armee von Cao Cao. Weil was hat die Armee von Cao Cao? Sind wir hier mit Pit 2? Und was noch? Irgendwelche Powerhouses. Das war's. Hat die Armee von Cao Cao, muss ich auch noch verbessern, aber es hat die niedrigste Priorität. Viel wichtiger ist was? Die Jiangxiu-Armee mal vernünftig zu machen. Die ist immer noch so bad. Wirklich. Das Verbrechen, so schlecht ist die. Ich überlege echt, der Jiangxiu-Armee jetzt wieder das Item zu geben.
Aber nee. Jungs, hier ist ja noch nicht voll. Der Mini ist ja noch immer noch nicht ganz voll. Fehlt ja immer noch Gaulan. You were defeating Bell, so I not use your talent. Fight for me. Forgive me, but I have yet to fulfill my duty to my lord. Oh, nächster Fight. Und zwar gegen... Gegen wen? Gegen wen? Mann, macht's doch nicht so spannend. Oh. Und tatsächlich haben die uns kurzen Prozess gemacht. 10 Minuten schaffen wir noch locker diesen Fight. Supi. Oh, schon wieder Chaoyun. Hatten wir es nicht schon mal Jinx Yu vs. Chaoyun? Ja, das sind echt die Rivalen, oder was? Mittlerweile 13.000 rum, okay, der Typ macht halt keine Gefangene. Oh, beim nächsten Level-Up bekommen wir Hoshea dazu. Ich denke schon, dass er 2 Leadership bekommt. Shenzhen, Jianyong, Jiangyun, Zufei, nein, mein Sohn. Okay, die beiden sind gefährlich und Chaoyun ist gefährlich, das sind Witzfiguren. Na, wobei, Shenzhen ist gar nicht mehr so schwach. Naja, auf jeden Fall nicht stark genug. Ja. Jute macht das diesmal ausnahmsweise mal mit einem Taunt. Ausnahmsweise mit einem Taunt. All Attack und Goodbye. Sagte sie und am Ende ist sie gar nicht mehr tot. Yami ist halt nicht so stark, wie sie in der Main Story war. Ich weiß nicht, so ein Double All Attack. Ist halt nicht zu unterschätzen, aber die Gegner haben ja auch mittlerweile 7000 Truppen und ich denke nicht, das reicht. All Hands Attack! Was war das Stärkste, was ich machen konnte? Nein, das reicht nicht, Leute, das reicht nicht! Aber wenn Jinx Yu schon in den Finish nicht bekommt, dann kriegt Li Jin ihn erst recht nicht. Voller Fame hat. Kann man sich nicht vorstellen. Weil Jinx Yu hat einfach 20 Leadership mehr. Doch! Oh mein Gott, Li Jin, I love you. Hätte ich nicht gedacht. Weil Jinx Yu hat ja irgendwie 20 oder so mehr bei Leadership oder so 30 mehr. Aber diese Fähigkeit Fame ist wohl stärker als gedacht. Krass. Guck, der Typ hat 68 und er 48. Was habe ich gesagt? Weibliche Intuition. 20 mehr. Genau 20 mehr. Cool. Hallo, Horse Commander. La 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 la. Oh, der hat nur solche Sachen. Der hat noch keine Pit. Ja, noch keine Pit. Ihr habt's gehört. Der wird auch irgendwann Pit haben. Jeder wird Pit haben. Das ist cool. Buff-Verteiler Jiaxu. Hat er jemand Buffs bestellt? Buffs, Buffs. Heute im Sonderangebot. Warum ist hier nicht ein Berg? Zauhong, du gehst jetzt in die Ecke und schämst dich. Ja, habe ich wirklich gemacht. Ganz ehrlich, die Position von Zauhong ist so bescheuert, dass ich mir einfach denke, okay, dann halt nicht. Was hat er sich dabei gedacht? Warum ist Zauhong da ganz unten in der Ecke? Eingekehrt gerade bei Bergen und Flüssen. Ganz ehrlich, denke ich mir so, nee, dann halt nicht. Dann lass es. Nein! Der bewegt sich jetzt einfach nach rechts. Och, nö. Jetzt funktioniert das nicht, was ich vorhatte. Och, Mann. Okay, Chaoyun. Du bist ein Mysterium. Herzlichen Glückwunsch. Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Hoffe ich. Wisst ihr was? Wenn er halt meint... Oh, cool. Wenn er halt meint, dass er sich verstecken könnte von mir, dann wechsle ich die Position.
Ja. So viel zu diesem Thema. All Attack! Hey, 2. Oh mein Gott. Das ist actually eine ganz kleine, süße Kombo. I love it. Nur ich freue mich. Wait. Ich frage mich halt, ob es für die reicht. Sollte die dich nur weiß machen? Nee. Ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich probiere es. Hoffen wir auf das Beste. Denke nicht. Seit Jojun. Ich weiß nicht, wie wir die eben besiegt hatten, aber es war auf jeden Fall kein Jojun. Das ist eine andere Liga. Aber er hat Fame. Und ich glaube, er greift zweimal an. Was wiederum bedeuten würde, dass er doch stirbt. Ja. E2 ist so geil. Guckt euch das an. Mit 2000 Damage. Die bekommen jetzt auch noch einen Moralboost. Doch, doch. Ich glaube fest daran, im Inneren, dass meine Truppen siegen. Schaffen soll. Yay! Lizzie macht auch noch zu Angriff. Und dann war es das. Ciao, Jun! Ciao, ciao! Ciao, Jun! Ciao, ciao! Ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich suche mir das ja nicht aus. Ich meine, wenn die immer angeritten kommen, die fallen den Oberbefehlshaber, dann tötet die natürlich auch. Wäre Quatsch, das nicht zu tun. Ist halt ein bisschen blöd, dass ich so viele Offiziere am Leben lasse. Das will ich damit sagen. Ist ein bisschen komisch. Aber hey, geht halt nicht anders. Vor allen Dingen, guck mal, denkst du, wird jetzt schon wieder eine Kombo mit einbezogen, weil er direkt daneben steht. Was ein glücklicher Zufall. Nein, natürlich alles geplant. Yep. Da ist unser Jojin. Los geht's. E2. Jojin mal nach 100 Jahren mal endlich wieder was gerissen. Vollkommen irrelevant. Sein Angriff, weil er ist meine Kombo beteiligt. Ciao, Jun captured. Ja, Ciao, Jun überläuft jetzt zur Zeit, so euch gehört. Bleibt ja selbst nicht. Wenn einer zur Zauze nicht überläuft, dann ist definitiv Ciao Jun. Gut, noch unwahrscheinlich wäre Ma Ciao, aber hey. Ma Ciao bei Zauze. Stell ich das mal vor. Level Up Party. Nein, Leadership 69. 69 ist zwar witzig, aber kein Hushair für uns. Do not insult me further. Ciao Yun does not serve two masters. Well, if you're in bed, why not use the time fight for me? Surrender. Absurd. If I disagree, then come in on. Mann. Also mit diesen Rekrutieren habe ich echt keinen Erfolg. Nein, was? Hanjong ist Freund. Aber wir bekommen Juhuan. I am Juhuan. I believe you are the one to conquer the land. I shall give my all until you reign supreme. Cooler Typ. Können wir Juhuan jetzt neue Leute rekrutieren? Oh, können auch noch Cheng Fu bekommen. Einen der besten Fu-Offiziere überhaupt. Was? Wir können Luxun bekommen? Ich dachte, Luxun ist bei Liu Bei. So kann man sich täuschen. Okay. Suzi, du hast eine Aufgabe. Was ist eigentlich der andere Typ? Ist der auch hier? Ich glaube schon. Auf geht's. Mit Zhao Zhao. Wenn wir jetzt, beziehungsweise im nächsten Part wird es natürlich erst die Schlacht geben. Oh nee, ich will nicht gegen Ganning kämpfen. Wir werden Zhao Yu erstmal angreifen. Keine Lust auf Ganning, ey. So, Chen Quan. Du bist unten, mein Freund. Oh nein, der eine wurde schon entdeckt, oder was? Dong Zhao, Mann, wofür bezahle ich dich?
stimmt. Und ich vergesse, Girl. Johann kann Leute rekrutieren. Und zwar den legendären Strategen Luxon. Richtig. Sollen wir uns nicht entgehen lassen. Vor allen Dingen, wenn wir die rekrutieren, verhindern wir damit, dass Liu Bei ihn rekrutiert. Wo ist er denn? Ach, da. Aber die Frage ist, wo er jetzt Luxon hier, ne? Ja. Wie sieht's aus mit den Johanns? Ich kümmere mich nur um die Johanns. Ich weiß, ich bin blöd. Bin gemein zu den anderen. Aber hey. So bin ich nur. Pinzer Charge, Flank Boost. Wer ist mit einem wunderschönen Raid? Oh, er hat All Attack. Fuck ist das. Spar mal Geld, gib ihm All Attack. Du hast Leadership. Das Problem ist, die Leadership-Strategien, die noch übrig sind, sind echt kacki. Außer halt A2, aber er ist ja kein Bogenschütze. Mann. Okay. Intelligenz ist auch gut. Ich weiß aber nicht, was ich ihnen geben soll. Oh Mann, ist das doof. Charge hat er noch nicht. Und Raid auch nicht. Komm, Raid ist so gut. Okay, Doc. Jungs, sie ist damit fertig. Hier, er, der Alleskönner. Das gebe ich ihm. Ich finde, er könnte einen Support-Skill gebrauchen, wie zum Beispiel Aid. Yep. Und dann hier gebe ich jetzt All Attack. Jetzt habe ich wieder fast das gesamte Geld für die Wand rum ausgegeben. I hate myself so much sometimes. Ach stimmt. Ich wollte ja zumindest Tieren fängen, das Item wegnehmen. Ja. Jungs, sie hat jetzt 74 Leadership, der braucht das Item, ne? Bis 80 ist noch ein weiter Weg. Stimmt, was soll ich der History Tom? Press, okay. Loyalty. Tong. Hero. Okay, die Sachen brauchen wir nicht. Ja, das wird Press. Wer könnte das gebrauchen? Hier, wenn schaut, ist doch so einer. Stimmt, der hat ja hier ist Jade. Wisst ihr was, ich tausche das mal, das kriegt jetzt jemand anderes. Wahrscheinlich Yan Yang. Aber Yan Yang ist schon so hochgelevelt. Tang Ye kriegt das. Der kriegt jetzt das Item, was War erhöht. Why not? So, meine Krisenarmee. Und ich hab sie schon wieder nicht, weil sie mich nur um die Wand gekümmert. Oh Mann. Leadership. Der hat kein Aids? Was? Aber ich gebe ihm Wise. Wise ist einfach zu gut. Den Typen muss ich sowas von überarbeiten. Guckt euch diesen Schlappschwanz an. Der kann einfach nichts. Oh, es ist so ein Trauerspiel. Diese Armee ist ein Trauerspiel. Okay, Zahong geht aber gar nicht. Ja. Das ist allein schon ein riesiger Buff für ihn. Einfach, dass er jetzt Wise hat. Wer weiß, wer weiß. Ich muss die Torns irgendwie ersetzen durch Pit, aber Pit ist halt so teuer. Ich kann das nicht einfach mal machen. Es geht nicht so schnell. Ein Revive zu viel für meinen Geschmack. Okay, Doc. Das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus. By the way, ich glaube hier, Yujin kann wieder berittener Bogenschütz werden. Ja, endlich, finally. Finally, finally, finally. Und in der Hauptarmee gebe ich jetzt Summer Yi wahrscheinlich dieses Item. Dass sich die Intelligenz auf jeden Fall erhöht.
Ja, das ist halt der Fächer. Passt halt zur Semagie. Gut, haben wir das auch geklärt. Supi. So, und Jenks Yu, naja, der muss tatsächlich hier oben das Land zurückerobern. Das ist ja nur Wangping. Ich kann mir schlimmere Gegner vorstellen als Wangping. Oh mein Gott! Tashiki und Leitung. Tashiki, du Arsch. Ja, und das ist ein Meme. Tashiki, sein Kumpel aus der Schule mal gesagt, jetzt nicht in die Kommentare schreiben, der heißt aber Taishisi. Ich weiß. Trotzdem Meme. Tashiki. Okay. Supi. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!